Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode A Story About My Uncle. So, wir haben Ende letzter Episode da die Maddy getroffen, irgend so ein Frosch-Salamander-Wesen. Sie hat gesagt, wir treffen uns da drüben im Dorf und dann führt sie uns ein bisschen umher. Doch jetzt kommt der schwierige Part, wir müssen erst einmal einen Weg finden. Und glaub. Glaub, das ist richtig irgendwie so. Komm schon. Kann ich nicht von da theoretisch gleich darüber, aber es wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen. Okay, wir machen das wie Profis. Oh nein. Das tut mir in die Füße weh. Jede Landung, hey, ich spiele es voll in die Knie. Aber schaut ganz cool aus da. Okay, da hoch. Sonst gibt es eigentlich ja keinen anderen Weg. Zack. Achso, von da komme ich gerade her, ne? Ja. Orientierung. 1 plus. Gespeichert. Okay, das ist aber jetzt ein Orga-Super-Jump. Wirklich? Muss ich wirklich... Ja, wir probieren es aus. Gespeichert haben wir. Was wird passieren? Boah, das geht aber wirklich geradeaus. Und... Oh Gott, das war... Ich hab nicht gewusst, ob ich mich jetzt da noch festhalten kann. Jetzt aber. Das ist gut. Ja. So wird das gemacht. Schöner Torbogen übrigens mit den Blumen und so. Wunderhübsch. Oh, ist das das Dorf? Ich glaub schon. Ja, gleich. Ich muss das untersuchen da. Oh, oh, okay. Ich glaube, da war eh nichts drinnen, gell? Ja, ja, wo? Wo denn? Da. Hi. Welcome to my village. This is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days, though. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me. But it's worth a try. Das ist eine Brille. You should check out the village. It's not so bad. Unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's cove from there. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later. Bis später. I thanked Madeline and agreed to meet her later. It was strange. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? Okay, so. Hallo, village people. Fisch verkaufende? Die tratschen da einfach nur. Komisch, dass ich jetzt mit Gorkon reden kann. Der schaut irgendwie traurig aus. Hey, huhu. Hm.
Mir kommt vor, manchmal verstehe ich so ein paar Wörter auf Englisch, aber dann wieder nicht. Schöne Blümchens. Fred's Tent. Ich schätze mal, das war Eddie's da oben. Deshalb schaue ich da jetzt nochmal hin. Aber da gibt's halt nichts. Okay, schade. Vielleicht war es ja nicht. Ob es das einzige Z, was ich da sehe. Ist er da vielleicht? Okay. Die haben alle so geile Häuser. Ich finde das voll cool. Und es ausschaut, ist da sicher sehr warm und so, weil die haben da sehr viel Zugluft. Oder die sind halt sehr kälteresistent, ne? Ferrero Shrimp. Ferrero. So. Tomate ist gleich Mais. Ja, fast richtig. Kaulquappen wahrscheinlich, schätzen wir da. Eier und dann werden es zu Kaulquappen. Ah ja, das ist auch sehr interessant. Das sind so Aktenordner. Das passt halt da überhaupt nicht hin. Das ist wahrscheinlich von Fred oder eben Müll, was der Fred da durch seine Maschine geworfen hat. Und die haben sie halt dann gehalten. Gut. So, wir müssen jetzt zum ältesten Samuels, um zu fragen, ob er weiß, wo der Fred ist. Schauen wir mal. Rauch? Okay, boah, jetzt haben wir doch, der raucht. Oder die. Aber dabei war das nur ein Finger. Hi! Oh, Entschuldigung, ich wollte dran zoomen, aber ich habe vergessen, dass ich ja mein Ding schon wieder aktiviert habe. Ja, dann Gameboy. Ja, dann Gameboy! Keiner von denen er fragt. The fuck. Dass sich keiner von denen irgendwie fragt, was ich da tue und so. Ja, oder sie fragen eher nicht, weil sie schon gewohnt sind. Wegen am Fred und so. Mich hat gerne das Haus da drüben. Boah, das feiert schon irgendwie auch witzig aus. Das ist das Zeichen, schaut's mal. Ach so, ich vergiss ja, dass ich meinen Grappling Hook hab. Okay, aber ich kann da eh nichts machen, gut. Nicht mit mir. Ausgetrickst. It looked like most of the shacks in the village were built out of trash. Trash from our world. It was, after all, a garbage disposal pad that took me here. Das ist doch nicht Müll, das ist halt nur Holz. Ja, außer halt die paar Sachen und so, ne? Die... Das ist schon Müll. So, ich kann jetzt da hoch. Wie die alle da schön, so geil.
Okay, das ist halt die Frage, so Stifte und so, haben die das vorher auch schon gehabt, ne? Bevor der Onkel Fred das Zeug da reingeschmissen hat. Das weiß man natürlich nicht. Wir sind California. Und das wird wahrscheinlich auch nicht von da sein. Ich weiß nicht, wie die vorher da gelebt haben. Wenn es Frösche waren, vielleicht haben sie die durch unseren Müll weiterentwickelt. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das richtig ist, wo ich da bin. Aber ich geh einfach einmal weiter. Ah, hier schau, die bauen da neue Hütte. Hey, wie hoch geht's denn da nur? Jetzt bin ich oben, oder? Ah, gespeichert. Hey Leute, wie geht's euch? Huhu. Oh. Schön. Aber alle ganz gechillt da herüben. Das schaut interessant aus. Oder kommen wir gar nichts weiter, oder? Home sweet home. Das schaut nach unserem Onkel aus. Kann ich es benutzen? Schaut. Ja. For how long had Fred been gone? I'm not sure. A couple of months, I think. Less than half a year for sure. I remembered hiking with him the summer before. But when I counted the days in his journals and from when I last saw him, didn't make sense. Maddie said that she had known him all her life. Maybe she meant it figuratively. Figure? Like, she didn't really mean it. Like, when you say you'll die if you don't get a puppy for your birthday. That's true, though. I'm sorry. Of course it is. Okay, stimmt. Das hat sie gesagt, ne? Happy birthday, Uncle Fred. Mom says you're 4 times as big as me now. Me, 10 years. You, 40 years. Also 40 Jahre. Ist das auch von der Maddie dann, oder was? Die Zeichnung. Das ist ja auch wirklich merkwürdig. Okay, mich hat schon, was der da oben bicken hat. Von den ganzen Reisen. Wow. Ich kann ja nicht einmal hupfen. Okay, na gut. Dann gehen wir wieder runter. Haben wir was Nettes entdeckt? So. Jump! Von da bin ich nicht gekommen, ne? Nee. Boschi. Cool. Ah, da möchte ich rüber. Zeichnungen. Okay, jetzt passt es mal auf. Oh, warte noch, ich bin da festgesteckt. Da war ja jetzt irgendwo nur ein Weg. Von da bin ich ja jetzt hoch. Aber das ist irgendwo nur. Das ist irgendwo nur eine Abzweigung gewesen. Thank you.
darüber? Jetzt warte mal, jetzt schauen wir mal. Da, das ist da, oder? Da war ja auch noch gar nicht. Mei! Ist das cool! So, da hat meine Hütte aus schon. Und ein Klo. Ja, schon wieder so Entchen. CDs hängen da. Müllentsorgung. Okay, sind eh nur das eine Dings gewesen da. Schön. Kann ich da einen Superjump machen? Okay, ist der hat schon funktionieren. Jetzt passt auf. Zack. Habt ihr das gesehen, liebe Leute? Ich bin ein Wahnsinn, das ist ja. Hui, da bin ich. Okay. Nee, da muss ich rüber. Und jump. Okay, nee, irgendwas runter. Okay, so. Ah ja, da muss ich glaube ich hin, gell? Das ist glaube ich richtig. Da geht es glaube ich dann weiter. Aber jetzt schauen wir da unten auch noch mal kurz. Aha. Das ist so eine Batterie, eine Autobatterie oder so. Ah! Oh, es hat sich ausgezahlt, dass wir da hergegangen sind. Did Fred have any kids of his own? Nope. Not that I know of. He lived alone. He didn't really have any time for a family, I guess. He was always away or busy with his inventions. He could be gone for months at a time. I never knew how soon I would see him again. Don't you think he felt lonely then? I think he was too caught up in his projects to feel lonely. It seems like he found new friends in the village, though. Maddie seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her. She didn't have a real father, right? If she was born from an egg. That's right. That's another thing we had in common. Sie kannte ihn das ganze Leben. Das war sie wahrscheinlich eins von diesen Froscheier einfach. Wo sie geschlüpft ist. Ja, wahrscheinlich. The Three Little Pigs. Did Fred have any kids of his own? Nope. Hä? Not that I know of. He lived okay, alone. Okay, ist nochmal das Gleiche. He didn't really have any time for a family, I guess. He was always away or busy with his inventions. Grabble Hook Maddie. He could be gone for months at a time. I never knew how soon I would see him again. Don't you think he felt lonely then? I think he was too caught up in his projects to feel lonely. It seems like he found new friends in the village, though. Maddie seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her. She didn't have a real father, right? If she was born from an egg. That's right. That's another thing we had in common. Hm.
Mhm. Also er hat keine Familie gehabt, also keine Frau oder so oder Kinder. Aber in seinem Büro, also im Haus, hat man ja gesehen, den Lippenstiftabdruck und solche Sachen, wir sehen uns bald wieder oder solche Sachen. Oder dieser Brief mit dir, Esther, war vielleicht doch ein Hinweis auf das Spiel. Ich weiß nicht, ob das wirklich von den gleichen Entwicklern sind. Ist, müssen wir mal nachschauen. Also er hat schon... Er hat sich vergnügt, sagen wir mal so. Yes, okay. Gut, eigentlich... sind wir auf der Suche nach Samuel, seinem Lager oder so. Von dem Ältesten, und ich schau gerade, ich weiß nicht, darüber wahrscheinlich. Ah. Ja. Ja, das da. Okay. Den da, den brauche ich. Der, was da jetzt kommt. Boah, das ist... Huh. Aber wohin? Da runter? Oder da? Da muss ich hin. Oh Gott. Ja, ist das richtig so? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Ah, ah! Oh Gott. Pff, Entschuldigung. Da muss ich mich festhalten. Na gut, ich muss trotzdem laufen. Ja, das war ja mal richtig dumm, einfach nur. Oh shit, wo bin ich? Oh nein, jetzt muss ich das nochmal machen. Ah, mein Ofen. Oh. Ich hab's verpasst. Schon wieder. Okay, nächster Aufzug ist für mich reserviert. Ah, das war ein super Spruch wieder mal. Hui. Ob sie das halt ausgeht? Wahrscheinlich nicht. Von dort rüber? Na, 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 ich lass es lieber. Oh! Voll auf den Stor. Okay. Ich glaube, ich muss mich gar nicht da festhalten. Ich mach das anders. Okay, scheiße, brauche ich doch. Oh! Ich glaube, es wäre sich so ausgegangen. Aber jetzt habe ich doch ein wenig Angst gekriegt zum Schluss. Wow, voll hübsch! Oh, das ist er! A stranger in our halls. Welcome. Our name is Samuel, and we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my Uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it. If you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. Warum? The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be.
We apologize. Madeline! It is true that we want to keep her safe, but she does not understand. Behind us is the power core. Take it and go into the chasms. Find Fred, and if you see Madeline, take care of her. Be safe. Be safe, you too. Okay, warum hat der da gar nichts tun? Schöne Füße. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht zugehört, was er gesagt hat. Irgendwas hinter ihm ist der Kristall. Boah, die ist aber auch schön. Boah, die muss gut riechen, die Blume. Die nehmen wir jetzt einfach nimm, oder? Ja, wir haben. Ah, jetzt für das dritte. Aha, was ist das? Weil, da steht was. Oh! Kinder! Froschkinder! Okay, jetzt mal, wo geht's denn da jetzt raus? So, ja. Okay! Ja. Da raus, da oben? I felt a little uneasy about moving on into the chasms. If it was too dangerous for Maddie, would it be safe enough for me? Ah, es geht schon. Ja. Darüber? Hat's mal Kämmer durch von wo? Scheiße. Von da. Da bin ich rüber. Das heißt, dass da drüben weitergeht. Ah, es juckt. Ah, juckt's mir überall. Okay. Ah ja, jetzt habe ich ja drei. Ich habe mich gerade gefragt, wie soll denn das jetzt funktionieren? Oh, jetzt wird's spannend. Oh. Wow! Ich hab's geschafft! Wo ist der Speicherstor? Hilfe! Cool, den hab ich jetzt nicht gerechnet. Ah, da drüben. Yes! Also, ich glaube, ich muss da oben raus. Da. Ah, jetzt haben wir da die Kombi mit Springen. Ja! Ah. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Ja, es geht sich aus! Wow! Jetzt wären wir schon Meister, ich sag's euch! Grapple-Meister! Habt ihr das Tüten gehört? So, ich muss da oben raus. Ja. Okay, da. Ich bin mir nicht sicher. So und dann darüber irgendwie. Na gut, man muss es sowieso einfach mal ausprobieren, ne? Aber es ist schon richtig, oder? Also. Oh, Scheiße. Ja. Ah, okay, verstehe schon. Durch die Bögen durch, meine Lieben. So, okay. Ah, das sind nicht die Zeichen. Habt ihr das gesehen? Boah.
Cool. Er ist schon witzig. Hast du schon wieder piepsen? Super Jump. Da. Ah, cool, schaut's mal. Statt dem Stuhlbein einfach so ein Ding hin da. Ist auch ganz nett. Gespeichert. So hat's mal von. Da bin ich gekommen. Ja. Ah, sechs Stunden Zeit für Folgenbastel. Ich möchte eigentlich aus der Höhle raus. So. Also das ist, glaube ich, so ein Timing-Ding, gell? Hallo! Scheiße. Das war schon mal ein schlechtes Timing. Ah! Aber was ist denn da ein gutes Timing? Darkness swept over me as I left the glittering lights in the village behind me and headed for the ominous shadows of the chasms. Oh, yes. As I entered the chasms, it struck me how much darker it was in there. The shadows were black as ink, and although I tried not to be afraid, I couldn't help but shiver. Was it the darkness that frightened the villagers as well? Or was it something else? Ah, nee, gibt's da jetzt Gegner oder so? Das finde ich aber nicht so lustig. Okay, da wird's gespeichert, oder? Ja. Dann, liebe Leute, mache ich jetzt eine Folgenpause. Wir lassen das Dorf hinter uns durch die Schluchten und werden dann vielleicht unseren Onkel finden. Und vor allem die Maddie. Die ist sicher auf eigene Faust losgegangen. Die müssen wir irgendwie retten oder so. Ganz bestimmt. Aber gut. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.